Ich weiß jetzt, was passiert ist. Ich weiß. Für einen kurzen Moment werden Sie fast aus dem Koma erwachen. Ich weiß. Der Leben hat sich verzogen. Und Laura? Da kann ich Ihnen leider nichts sagen. Was sagen die da unten? Dass man ein Herz zum Transplantieren finden muss. Die letzte Möglichkeit. Hat sie eine Chance? Chance. Chance ist das richtige Wort. Es muss einer sterben, damit sie lebt. Einer, den man ins selbe Krankenhaus bringt, in dem sie sich befindet. Und zwar in den nächsten Stunden. Ich weiß nie, wer heute oder morgen stirbt. Nicht einmal Sie? Nein. Aber warum? Warum nennt man Sie dann Doktor? Das Buch des Schicksals gibt es nicht. Es sind nur ein paar Einzelheiten. Einzelheiten. Etwas über euer Wesen, eure Gesundheit, eure Vergangenheit, aber nichts über eure Wahl. Ihr kommt auf die Welt, habt bestimmte Anlagen, seid mit einem Erbe belastet, einer Familie, einem Umfeld. Seid gebunden an ein Dorf, an ein Land, an eine Sprache, an eine Zeit. Alles unterscheidet euch. Alles trennt euch. Alles macht euch verschieden. Aber eines Tages, nur ein einziger macht euch alle gleich. Ihr seid frei. Frei. Verstehen Sie? Glauben Sie mir, das große Buch des Schicksals gibt es nicht. Ein paar Bemerkungen auf einem Blatt. Was man nicht berechnen kann, ist eure Freiheit. Ich sehe nicht, was Laura hätte anders machen können. Sie ist mit einem Organismus geboren, der nicht funktioniert. Sie hätte wählen können, das alles nicht zu ertragen, die Kranke zu spielen, sich Depressionen hinzugeben, sich schnell, sehr schnell, dem Tod hinzugeben. Sie aber hat bevorzugt, das Leben zu lieben, fröhlich zu sein, leicht, in alles verliebt. Durch ihre Geburt stand sie im Schatten. Bevorzugt hat sie jedoch das Licht. Ich habe mich verliebt. Das habe ich bemerkt. Idiotisch, nicht wahr? Zu lieben? Nie. Töte mich. Ich komme. Und dieser Doktor ist... Ja, schon gut. Dieser Doktor vergeht. Ich frage mich, ob ich mich nicht vollkommen geirrt habe. Da redet man, denkt, man hätte die Karten gerecht verteilt. Bekommt sie dann mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. Ich bin auf dem Holzweg. Ich hätte diesen Dr. S. Ja, schon gut. Ich hätte diesen Dr. nie erzählen dürfen, dass ich Mitglied im Panthers Club bin. Aber vielleicht hat er versucht, da mal reinzukommen und ist abgewiesen worden. Völlig klar.
Seitdem ich ihm vom Panthers Club erzählt habe, ja, da sieht er mich schief an. Er ist wohl neidisch auf mich und lässt mich seinen Misserfolg büßen. Herr Präsident, bleiben Sie doch seriös. Glauben Sie wirklich, dass hier der Panthers Club noch eine Rolle spielt? Ja, selbstverständlich. Alle Welt will Mitglied im Panthers Club werden. Ich kenne keinen, der nicht mit Händen und Füßen versucht hätte, da reinzukommen. Also ich habe noch nie geträumt, in so einem Panthers Club zu sein. So, Sie bevorzugen also die Tigers? Nein. Ich sag's Ihnen, dieser Doktor S. Ja, schon gut! Wissen Sie eigentlich, was der Doktor von früh bis spät hier macht? Er begleitet die Menschen vom Leben in den Tod. Er ist der Fährmann des Schicksals. Sie glauben also auch an diese kleine Theorie von diesem Magier Rajapur über eine Örtlichkeit, in der wir uns befinden? Ja. Eine Örtlichkeit zwischen Himmel und Erde, in der wir abwarten, bis sich unser Schicksal entscheidet, mit einem Fahrstuhl, ein Hotel zwischen zwei Welten? Ja. Wie naiv! Ich dachte mir, Sie wären auch davon überzeugt. Ich tue nur so. Der Magier, der glaubt daran. Die Gäste, die glauben daran. Und der Doktor, der lässt es uns glauben, damit er seine Arbeit verrichten kann. Aber ich tue nur so. Man darf denen nicht widersprechen. Und wo, glauben Sie, befinden wir uns? Wo? Wo? In einer Irrenanstalt! In einer Irrenanstalt! Das liegt doch auf der Hand! Alles irre hier! Alles irre! Und was machen Sie dann hier? Ich! Naja, nach meinem Schuss hat sich der Krankenwagen in der Station geirrt.